Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In letzter Zeit ist viel von Lebensqualität geredet. Unter diesem Wort verstehen aber nicht alle das Gleiche. Für viele Kleinbauern in der dritten Welt zum Beispiel bedeutet Lebensqualität ganz einfach einen gerechteren Lohn für ihre Produkte. Zusammen mit der Max Havelaar Stiftung hat Coop darum schon vor längerer Zeit den dritten Weltkaffee Cooperation lanciert. Der Kaffee wird direkt bei den Kleinbauern in Mittelamerika zu einem Preis eingekauft, der vom Weltmarkt unabhängig ist und den Produzenten ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht. Ähnlich funktioniert das bei Max Havelaar Honig, der bei uns ebenfalls unter der Marke Cooperation erhältlich ist. Der Honigexport ist für die Kleinbauern und Imker in Mittelamerika eine notwendige Einnahmequelle. Und für uns trotz der gerechten Entlöhnung einen erschwinglichen Genuss von hochwertigem Bienenhonig. Hören Sie doch, was der Senior Carlos Aguilar aus Mexiko dazu gemeint hat, als er bei seiner Reise in die Schweiz bei uns auf Besuch war. Los 300 kilogramos de miel que produzco al año con mi familia tuvimos que vender en el pasado a los intermediarios a un precio que no cubre los costos de producción. Gracias a la COP y a la Fundación Max Havelaar recibimos un precio más justo de nuestro producto de miel. Und aus den gleichen Gründen freut es uns, dass wir Ihnen seit kurzem auch Schoki von Coop und Max Havelaar anbieten können. Die beiden Schokitafeln Cremant und Olé enthalten Rohzucker und Kakao von Produzenten aus der dritten Welt, die von der Max Havelaar Stiftung ausgewählt worden sind. Dank garantierten Mindestabnahmepreisen, teilweiser Vorfinanzierung der Ernte und mindestens einjährigen Abnahmeverträgen kommen auch die Produzenten zu einem gerechteren Einkommen. Sie selber kommen selbstverständlich trotzdem zu ihrem gewohnten Schokigenuss. Beide Produkte werden bei uns mit Schweizer Milch und in bewährter Schweizer Qualität hergestellt. Und das führt uns wieder zurück zur Lebensqualität. Cooperation ist Lebensqualität. Für uns, weil wir in den Genuss von hochwertigen Produkten kommen, und für einen Bauer in der dritten Welt, weil er für seine Arbeit gerechter bezahlt wird. Auch ein gutes Rezept hat viel mit Lebensqualität zu tun. Der Vorschlag aus dem Kochstudio. Die frischen Spargel bedeuten jedes Jahr einen Höhepunkt von der saisonalen Küche. Wie immer darum auch von uns wieder ein Beitrag zu dem vielseitigen Frühlingsgemüse. Halb grüne und halb weiße Spargel habe ich schon gerüstet und vor allem bei den weissen die holzigen Enden abgeschnitten. Dann in einer grossen Pfanne Wasser mit Zitronensaft und Salz 15 Minuten knapp gar gekocht. Rausgenommen, kurz abkühlen und sie auf ca. 12 cm gekürzt. Jetzt ein Ei teilen und das Eiweiß mit gehacktem Schinken, Purefleisch und einem halben Dezi Halbrahm im Götter fein pürieren. Mit Pfeffer, Paprika und Salz würzen und fein gewürfelten Rohschinken unter die Masse mischen. Alles in eine Cakeform aus Glas oder Blech füllen und die mit Folien auslegen. Dann die grünen und weißen Spargel abwechslungsweise den Längsweg auf die glatt gestrichene Masse legen. Aus den gekochten Spargelresten, dem restlichen Halbrahm, am übrig gebliebenen Eigelb und 3 weiteren Eier einen Guss zubereiten, würzen, mit Peterli vermischen und über die Spargel verteilen. Mit Alufolien abdecken kann man die Form anschliessend im vorgeheizten Ofen ungefähr eine Stunde ziehen. Dann die Terrinen abkühlen, auf eine Platte stürzen und in Scheiben geschnitten mit Toast servieren. Allen, die die Spargel mal etwas anders zubereiten möchten, kann ich das Rezept nur empfehlen. Sie finden es diese Woche wieder in der Coop-Zeitung. Viel Vergnügen! Zwei bekannte Markenartikel heute im Morgenfeister. Als erstes Kellogg's mit einem unwiderstehlichen Zmorgen. Kellogg's Crunchy Nut. Ein Frühstück, dem keiner widerstehen kann. Knusprige Flakes, knackige Nüsse und goldener Honig. Kellogg's Crunchy Nut, das unwiderstehliche Frühstück. So rein, so frisch, so zart. Wie von göttlicher Hand berührt, Caprice de Dieu, un amour de fromage. Caprice de Dieu, einfach göttlich. Beide Produkte, die wir Ihnen im Markenfenster vorgestellt haben, offerieren wir Ihnen zurzeit zum Aktionspreis, neben vielen anderen attraktiven Angeboten. Zum Beispiel kostet der Bund Grünspargel nur 5,90 €. 3 Packungen USA Vitaminreis kommen Sie für nur 3,90 Franken über. 3 Packungen Kambli-Brätzeli kostet nur 6,25 Franken. Alle Kellogg's-Produkte sind 1 Franken günstiger. Crunchy Nuts zum Beispiel kommen Sie für nur 3,95 Franken über. Außerdem offerieren wir Ihnen den Staubsauger von Satrap für nur 135 Franken.
Und dann noch der Go-Preisabschlag. Die Knorr Instant Sauce Curry kostet von jetzt an nur noch 1,20 Franken. Auch im Go-Restaurant wird gespart. Allerdings nur beim Preis. Die Poulet-Brust mit Mozzarella, Vollkornteigwaren und Gemüse kommen Sie für nur 9 Franken über. Getränkeflaschen aus PET sind leichter als die aus Glas und unbestritten praktisch. Was Zurückbringen und Entsorgen betrifft, gibt es aber immer noch Unklarheiten. Mehr zu dem Thema am nächsten Mittwoch im Coop-Studio. Bis dann, auf Wiedersehen.